Die Schmerzen rückten dann schon langsam so ein bisschen in den Hintergrund. Also man gewöhnte sich daran, dass die Füße einfach wehtaten, dass man einfach das erste Mal morgens in die Schuhe wieder reinschlüpfte und jede Blase spürte. Der Rucksack rückte als erstes so ein bisschen in den Hintergrund. Also den nahm man so am vierten, fünften Tag nicht mehr wirklich wahr. Der war natürlich immer noch schwer. Und jedes Mal bei jeder Pause dieses Abhuckeln und wieder Aufhuckeln, das war schon auch ein bisschen ätzend. Aber das waren immer nur ganz kurze Momente. Und man merkte schon so ein bisschen, dass man sich an diese ganzen Anstrengungen und Belastungen gewöhnt hatte. Und auch die Nächte wurden dann langsam angenehmer, weil man es einfach gewohnt war, dass da 10, 20 Leute mit dir in einem Raum schlafen, in einem Saal. Und diese ganzen Geräusche, Schnarchen, sich drehen, das Knarzen des Bodens, das Knirschen der Matratze, ein Husten, alles Mögliche, was so Menschen halt machen, das war irgendwann normal und es hat einen irgendwann nicht mehr so gestört. Und so konnte man auch dann nach und nach den Weg so ein bisschen mehr genießen. Die Ortschaften, die kleinen Dörfer, in den Pausen, die netten Cafés, dass man morgens dann einen frischen Kaffee bekommen hat, das hat man dann schon mehr genossen irgendwann, ja. Last night we had something, tonight I'll be guessing. But I don't really have a case. You don't have to mention. You just like their attention. It's written all over your face. I don't wanna play the quiet type when I'm near you. Reading old messages on my phone every time I see you. Natürlich anstrengend. Die Füße waren irgendwann übersät von Blasen. Die ersten sind schon wieder zurückgegangen, dann sind die nächsten gekommen. Dann musste man die ein oder andere Blase doch aufstechen oder man hat sich so einen Faden durchziehen lassen, damit einfach der Druck und die Feuchtigkeit in der Blase genommen wird, ohne dass es sich entzündet. Die Waden haben wehgetan nach wie vor. Die Sonnenbrände haben so ein bisschen nachgelassen irgendwann, Gott sei Dank. Also man hatte schon diverse Blessuren. Das hat es schon auch anstrengend gemacht. Meine Schwester hatte irgendwann Probleme mit dem Knie. Da musste man dann so ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht übertreiben. Wenn du morgens durch die dunklen Wälder marschiert bist, allein, also wir waren ja zu zweit, aber es gab ja auch ganz viele, die da alleine unterwegs waren.
Das war schon auch ein bisschen gruselig. Ja? Also ich meine, man hat echt ohne Taschenlampe nichts gesehen. Es war stockfinster. Und irgendwie leuchtete ich einmal hoch und bin wirklich so 10 Zentimeter vor einem riesigen Spinnennetz stehen geblieben. Und es war nicht die einzige Spinne. Wir hatten auch in einer Unterkunft irgendwie am vierten oder fünften Tag 60 Mücken und wir haben noch abends wild um uns geschlagen und waren jedes Mal froh, wenn wir eine Mücke getroffen hatten. Aber es war völlig sinnlos, weil wir am nächsten Morgen aufgewacht sind und haben an die Decke geschaut und haben gesehen, wow, weißt du Bescheid. Wir hatten dann auch nach dieser Nacht in diesem komischen Café so ein bisschen die Motivation verloren. Also A hat uns das ein bisschen geärgert, dass es doch so voll war und man diese öffentlichen Herbergen einfach nur bekommen hat, wenn man morgens um 4, um 5 los ist und dann so ein bisschen den Weg auch entlang hetzte und nichts wirklich genießen konnte. Das wollten wir nicht, weil das war unserer Meinung nach, war das nicht der Sinn und Zweck zu pilgern. Und dann haben wir die Leute so ein bisschen aus den Augen verloren, die wir immer wieder getroffen hatten und mit denen man sich angefreundet hatte auch, weil wir einfach schon einen Schritt voraus waren, weil wir ja an dieser einen öffentlichen Herberge vorbei mussten, in den nächsten Ort. Und das war natürlich ein Vorsprung, der uns dann so ein bisschen losriss von den anderen Leuten. Und dann ging es aber über die spanische Grenze. Und da kam zum einen eine junge Frau wieder, die wir kennengelernt hatten, die Liz. Und die hatte immer so ein Strahlen im Gesicht, immer so ein Lächeln, die war so grundpositiv.
Und die hat uns dann so mehr oder weniger aufgegabelt und dann sind wir zusammen über die spanische Grenze. Das war dann auch so die Hürde, so der Mittelpunkt von der ganzen Reise. Und wir wussten, wow, wir haben es bis hierhin geschafft. Dann sind wir im nächsten Ort angekommen, das war dann Tui. Und es war dann eine nicht ganz so lange Strecke, ich glaube, das waren 18 Kilometer an dem Tag. Und dort haben wir aber ganz viele unserer Leute wieder getroffen. Also wir waren dann da an der öffentlichen Herberge und dort saßen plötzlich bestimmt 6, 8 Leute, die wir schon kannten und mit denen wir uns angefreundet hatten. Und man war total glücklich, dass man sich wieder sieht und hat sich unterhalten, so wie die letzten 1, 2 Tage waren und was jeder erlebt hat und wie es für jeden auch war. Und wir sind dann dort geblieben. Ja, und so vergingen die nächsten Tage doch recht angenehm, weil sich der Körper einfach an diese Anstrengungen gewöhnt hatte. Und man hatte sich so in diesen Alltag auch hineingefunden, langsam aber sicher. Es war dann auch relativ schnell klar, wir haben jeden Tag so unsere Routen immer wieder ein bisschen verändert, auch angepasst an unserer Stimmung und an unserem Wohlbefinden. Und mussten natürlich ein bisschen langsamer machen oder konnten ein bisschen langsamer machen und das mehr genießen. Und es hat sich aber trotzdem relativ schnell herausgestellt, dass wir einen Tag früher in Santiago sein werden. Dann hat sich schon so ein bisschen die Wehmut eingestellt.
wir uns die letzten Tage eigentlich zu 100% auf die Beschilderung vor Ort verlassen haben und so gut wie ohne Reiseführer gegangen sind, weil der Weg einfach super ausgeschildert war, außer in Santiago selbst. Also als wir dann in Santiago die Kathedrale gesucht haben, waren irgendwie alle Schilder wie verschwunden. Stadt Santiago und der Weg zur Kathedrale. War wahnsinnig überfüllt. Touristisch. Eng. Chaotisch. Man musste sich die letzten Meter sprichwörtlich erkämpfen. Aber schließlich war man irgendwann da. Erleuchtenden Moment, aber man hat schon innegehalten. Also man ist schon ganz demütig geworden. All this fake news, tell me, what is the use? Tell me, there's no more compassion. Come and find me under these layers. Schöne war in Santiago, dass wir nochmal alle Menschen getroffen hatten, die wir auf dem gesamten Weg kennengelernt haben. Also zu 90% haben wir die Leute dort wieder gesehen, obwohl diese Stadt so voll war und wir teilweise Menschen die letzten 5-6 Tage nicht mehr gesehen hatten. Das hatte auch einfach was Schönes, weil man sich irgendwie von allen nochmal verabschieden konnte und man hat sich nochmal unterhalten. Und ja, dadurch, dass wir ein bisschen früher da waren, hatten wir natürlich Zeit, das alles noch zu genießen, die Stadt uns anzuschauen, die Messe zu besuchen. Wir haben uns abends eine Flasche Wein mit auf den Platz genommen, haben uns vor die Kathedrale gesetzt, haben den Leuten zugeschaut, haben uns mit Leuten noch unterhalten und haben einfach so diese Stimmung genossen und auch so ein bisschen unser
Ziel, unser Geschafftes auch genossen, dass wir das richtig schön abschließen konnten für uns.